mein aufgebrauchtes Video heute machen. Ich bin total raus aus dem Video drehen. Ich komme nicht mehr rein in das und ich rede viel zu schnell. Ich glaube, das wird man auch beim Haul-Video von Primark gemerkt. Deswegen will ich das ein bisschen runterschrauben wieder und mich ein bisschen bessern und wieder ein bisschen chillen und will euch mal die aufgebrauchten Sachen zeigen. Also ich hätte mir echt nicht gedacht, dass das diesen Monat so viel wird. Ich habe eigentlich gerechnet, dass ich weniger leer mache, aber es ist was geworden. Wie immer zeige ich euch die Sachen, die jetzt langweilig sind, die ihr eh schon kennt. Ja, fangen wir mal mit denen an. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich glaube nicht. Oh ja, Wattepads habe ich wieder leer. Einmal die Länge, also die kleinen, ich kann nicht reden heute, ich bin für alles zu deppert. Wattestäbchen, das sind die, was ich für einen Schminktisch verwende, die habe ich auch wieder leer gemacht. Meine Anti-Pickel-Straps, nein, nicht Straps, Anti-Pickel-Patches. Was ist heute los? Die Anti-Pickel-Patches habe ich auch leer gemacht. Kennt ihr auch schon auswendig. Noch einmal Wattepads groß. Ein Wegwaschlappen. Die unwichtigen Sachen will ich euch zuerst zeigen. Cadavera-Reinigungstücher. Ich habe ja auch die kleine Packung von den verwöhnenden Reinigungstüchern aufgebraucht. Die hatte ich beim Schminktisch liegen. Und da waren jetzt noch nicht so viele drin. Die hatte ich mir mal wegen was Bestimmten gekauft, was ich jetzt nicht erwähnen will. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich nehme die für den Schminktisch, weil die Ananas sind die einzigen, die bei mir nicht brennen. Ich habe vor kurzem gerade, ja klar, intelligenter Satz, Mrs. Shea. Ich habe die vorher beim Live-Video am Auge verwendet. Mein Auge hat angefangen zu brennen. Bei denen passiert mir das aber nicht bei den Ananas. Und jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil die gibt es ja nicht mehr, die Ananas. Und es gibt zurzeit auch keine Limited Edition, glaube ich. Oh ja, gibt es. Die sollte ich mir mal kaufen und probieren. Also es gibt jetzt Gott sei Dank wieder eine Limited Edition, die ich mir kaufen sollte mal und probieren sollte, ob ich die vertrage. Weil die Ananas, die vertrage ich. Aber die im Standardsortiment, die brennen bei mir beim Auge. Finde ich voll komisch. Und die Ananas mochte ich aber so gerne. Finde ich echt traurig. Egal, wenn es das nicht gibt, weil ich war am Anfang ja nicht so begeistert von denen. Jetzt gibt es das nicht mehr. Und jetzt traue ich denen hinterher. War ja klar, oder? Ja, und die habe ich, wie gesagt, nur für den Schminktisch verwendet. Finde ich aber nicht so gut, würde ich mir auch nicht nachkaufen. Masken habe ich ganz, ganz viele aufgebraucht. Ich war gerade vorher verwundert, drehe das jetzt nämlich schon zum zweiten Mal, weil irgendwie haut es heute nicht hin. Irgendwie wird das heute nichts. Ich habe eine Aveo Douche Body Milk aufgebraucht. Ich kaufe die mir ja immer wieder nach. Ihr wisst, ich liebe die. Entweder die oder die von Nivea. Ich wechsle zwischen den beiden immer hin und her. Das hat sich sogar gereimt. Finde ich sehr toll. Aber die mag ich auch sehr gern. Obwohl sie ja eher nach Herrenparfum riecht, aber trotzdem finde ich sie gut. Also ich mag sie. Sie tut das, was sie tun soll. Meistens benutze ich es auch immer nur noch morgens. Ich schon wieder Schluck auf. Ich habe von Biore die Aktivkohle No Straps aufgebraucht und jetzt gerade fällt mir wieder ein, dass ich sie nachkaufen muss. Das sind die einzigen, die bei mir wirklich was bringen. Deswegen, die kaufe ich mir auf jeden Fall wieder nach. Ich muss sie mir auch wieder nachkaufen, weil ich habe keine mehr. Dann zeige ich euch mal ein paar Masken und Badezusätze. Ich habe die Badefitze aufgebraucht von Action. Ich finde die so gut. Aber das Problem ist, die machen halt nicht viel. Die sind halt ganz schnell weg in der Badewanne. Ich habe vor kurzem alle drei auf einmal reingekaut. Aber das Badewasser wird schön gelb. Schaum macht es eigentlich auch, aber es riecht halt nicht so intensiv nach Banane. Aber trotzdem für 89 Cent finde ich die vollkommen in Ordnung. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. 89 Cent kann keiner was sagen. Eine Zahncreme habe ich auch leer gemacht. Das ist die Meridol. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ich sage immer wieder dasselbe. Ich weiß, aber die mag ich wirklich gerne. Die werde ich mir auch wieder nachkaufen. Ich bilde mir ein, ich habe noch ein Backup, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich noch eins habe. Wenn nicht, muss ich mir morgen unbedingt eins mitnehmen in der Arbeit. Weil ich habe keine mehr, glaube ich. Ich bin echt, echt daneben heute. Was jetzt? Habe ich es jetzt oder habe ich es nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie mir auf jeden Fall nachkaufen. So, was ich mir nicht nachkaufen werde, wo ich aber noch ein Backup habe und eins habe ich jetzt gerade noch in Verwendung, ist die Reinigungsmilch von Yves Rocher. Ich mag sie. Das einzige Problem, was ich halt habe damit, ich komme halt nicht mehr zum Yves Rocher. Es gibt keinen Grund mehr außer das hier, warum ich zum Yves Rocher gehen sollte. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, vielleicht finde ich noch was Besseres, was auch, ich meine, es hält sehr lange, es hält wirklich sehr, sehr lange, aber vielleicht finde ich einfach was, was ich noch mehr mag und was ich lieber verwende, wo ich leichter rankomme, weil daran komme ich nicht so leicht. Deswegen werde ich jetzt noch meine zwei Backups verbrauchen und dann werde ich mich nach was anderem umsehen. Ist ja nicht verkehrt. Masken. Masken habe ich extrem viele aufgebraucht im Monat. Ich habe die Pineapple Maracuja aufgebraucht. Ich mag sie.
Ich mag sie. Viele mögen sie ja nicht, weil sie so gelig ist und eigentlich mag ich Gelmasken nicht, aber die finde ich gut. Ich mag den Duft, ich mag das Hautgefühl danach. Es braucht eine Weile, bis man sie von der Haut runterbekommt, aber trotzdem finde ich die echt geil. Ich liebe diese Limited Edition Masken von Balea einfach. So wie die grüner Tee und grüner Mango, wollte ich jetzt sagen. Grüner Tee und Mango Maske, die finde ich auch gut. Die finde ich auch gut, aber die gibt es ja leider nicht mehr. Die Avocado-Maske von Cadea Vera finde ich auch gut, die gibt es ja leider auch nicht mehr. Aber ich habe extrem viele Backups natürlich. Wer hätte das gedacht? Ich mag die. Die ist wirklich gut. Ich finde das so schade, dass die ausgefallenen nur Limited Edition sind. Dass ich dann immer gezwungen bin, quasi da so viele Backups zu kaufen. Gezwungen nicht, aber ich mache es halt immer. Ist ja auch nicht unbedingt notwendig. Aber die finde ich echt, echt genial. Eine Tuchmaske habe ich auch aufgebraucht. Die habe ich mir damals ja beim Action gekauft. Ich liebe die. Das ist diese Coffee Break Cappuccino Tuchmaske. Ich liebe die. Und ich werde traurig sein, wenn ich keine Backups mehr habe. Weil ich komme in letzter Zeit überhaupt nicht mehr zum TK Maxx. Also ich war schon ewig nicht mehr dort. Wirklich nicht. Sollte ich mal wieder gucken. Aber ich habe eh so viele Tuchmasken. Ich traue mich gar nicht hin, weil ich habe so viele Sachen. Ich muss aber was aufbrauchen. Ich bin so stolz, dass ich gesehen habe, dass ich diesen Monat so viele Augenbads und Tuchmasken gemacht habe. Also ich bin wirklich stolz auf mich. Wirklich stolz auf mich, weil ich habe ziemlich viel Zeug. Straffende Hydrogel-Augenmaske von Balea habe ich auch aufgebraucht. Die fand ich gut, aber ich weiß nicht, ich meine, es funktioniert nicht jetzt. Die hat noch dieses Lace-Muster auf den Augenpads. Und die waren relativ groß, größer als die von Douglas. Und ich mochte die. Die waren wirklich gut. Ich weiß aber nicht, ob es sie noch im Sortiment gibt. Wenn es die noch im Sortiment geben würde, würde ich mir, wenn ich ein paar weniger habe, die nochmal nachkaufen. Weil die war echt gut. Die war wirklich gut. So wie die von Douglas, die ich eh jedes Mal kaufe und verwende. Das sind die Hollywood Skin Hydrogel Secret Augen Pads. So, langes Wort. Aber die mag ich extrem gerne. Wie immer. Ich mag alles extrem gerne. Die liebe ich. Ich weiß nicht, was heute los ist. Zu viel Zucker intus. Ich weiß es nicht. Ich habe heute zwei Schnitten gegessen. So Maracuja, irgendwas Schnitten oder Pfirsichschnitten, irgend sowas war das. Und ich glaube, das war eindeutig zu viel Zucker für mich. Aber die finde ich gut, würde ich mir immer wieder nachkaufen. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht, dem ich extrem hinterher traue. Extrem ist mein Lieblingswort, wie man merkt. Den traue ich sehr hinterher. Das war von Palmolive das Berry Delight. Diese Body Butter Wash Duschgele. Ich habe es geliebt. Ich habe es so geliebt. Und die gibt es bei uns in Österreich einfach nicht mehr. Bei Müller sind die nämlich aufgelassen worden. Das Mint-Shake gibt es ja gar nicht mehr. Das habe ich nicht einmal in Budapest oder Tschechien gesehen, weil damals habe ich ja in Budapest alle Duschgele gesehen, weil ich aber schon so viel mit hatte, weil ich ja beim Rossmann war mit der Vivi und mit unserer Freundin. Habe ich mir die nicht mitgenommen. Dann habe ich sie in kleinen Hawksdorf aber gesehen und habe mir da urviele mitgenommen, weil wir ja im Auto dort waren. Ja. Und jetzt habe ich das Berry Delight leer. Und ich traue dem extrem hinterher, das reimt sich. Ich lieb's. Ich lieb's. Ich hoffe, dass ich mal wieder nach Tschechien komme. Ich hoffe es wirklich. Weil das ist so geil. Und ich will unbedingt mir das nachkaufen. Unbedingt. Weil das ist echt gut. Eine Seife von Terra Naturi habe ich auch aufgebraucht. Da bin ich mir aber nicht sicher, wie ich sie finde. Ich habe jetzt noch ein Backup, weil ich habe mir da noch eine gekauft, weil sie um 1 Euro reduziert ist, weil sie aus dem Sortiment geht. Das ist so eine Limited Edition mit Himbeer und Minze. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich es finden soll. Bei Terra Naturi und bei mir ist das echt interessant. Das ist entweder eine Hassliebe. Nein, Blödsinn. Oh ja, weil das ist eine Hassliebe. Einerseits mag ich den Duft, andererseits fand ich die von der Seife ja ein bisschen zu dickflüssig. Hoppla. Aber andererseits bin ich mir nicht sicher, ob ich mir die wieder nachkaufen würde. Ich bin heute echt tollpatschig. Wirklich tollpatschig heute. Ich meine, eine habe ich jetzt noch, aber wir werden sehen. Ja, es bringt eigentlich eh nicht viel darüber. Das hasse ich immer so. Immer erwische ich die Sachen, die Limited Edition sind. Und dann komme ich im Aufgebraucht so durcheinander, dass ich euch nicht sagen kann, wie es finde. Weil es euch ja gar nichts mehr bringt, weil es die nicht mehr gibt. Und das nervt mich. Oh, aber die war nicht schlecht. Ich habe jetzt noch ein Backup, dann kann ich es mir ja eh wieder nicht nachkaufen. Also, ja. Aber es gibt noch andere Terra Naturi Seifen, die im Standardsortiment sind. Und die will ich auch bald probieren. Mal schauen. Einen Nagellack-Schnelltrockner-Spray habe ich auch wieder aufgebraucht von Essence. Ihr wisst ja, den liebe ich. Seit es den Aveo nicht mehr gibt, kaufe ich eigentlich immer den von Essence nach. Ich empfehle den auch jeder Kundin, weil ich finde den mega. Weil ich bin sowieso so ungeduldig und kann nie warten, wenn ich mir die Nägel lackiere. Und deswegen würde ich mir immer wieder nachkaufen.
Wimpern, Magnetwimpern. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich sie jetzt beim Aufgebraucht dazugeben soll oder bei aussortiert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie jetzt mal ins Aufgebraucht-Video gepackt, weil ich nicht weiß, wie ich das regeln soll. Nach einer Zeit hält der Magnet nicht mehr so wie am Anfang. Zuerst löst sich es vorne oder hinten. Dann habe ich versucht, schon ein paar wegzuschneiden. Heute ist echt ein komischer Tag. Da habe ich sehr viel weggeschnitten, wie ihr sehen könnt, bis auf da. Man hat es auf dem Auge jetzt nicht so gesehen, aber man sieht es halt, wenn man es runtergibt. Und ich bin mir nicht sicher. Also einen Monat kann man sie durchgehend verwenden. Ich habe nämlich die Tantalize dem ganzen... Naja, Moment mal. Anfang des Monats habe ich die aussortiert. Jetzt Ende Mai habe ich jetzt die Tantalize wieder in Verwendung. Die liegen da in der Ecke und habe sie den ganzen Monat verwendet, weil ich habe die Anfang des Monats aussortiert. Und jetzt fängt dasselbe wieder an. Sie halten einfach am Auge nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen mühsam. Und ich weiß nicht, ob ich noch... Ich kann es nicht sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Gibt es nicht einen Trick, dass man den Magnet irgendwie wieder aufladen kann, dass der wieder hält? Ich weiß nicht. Ich habe Physik, glaube ich, ist das. Habe ich nicht so aufgepasst, wie man merkt. Ich bilde mir ein, man kann Magneten wieder aufladen, oder? Ja, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das finden soll. Weil ich finde es schade, dass nach einer Zeit der Magnet einfach nicht mehr hält. Und ich bilde mir ein, man kann Magneten wieder aufladen. Sagt es mir, wenn es nicht so ist. Kommen wir weiterhin zu den kleinen Scheiß, damit ich das mal hinter mir habe. Ich habe leider in dem Monat nur geschafft, eine Ampulle aufzubrauchen, was ich ziemlich traurig finde, weil ich ja noch so viele Ampullen habe. Aber die Sofort-Effekt benutze ich halt so gern, wenn ich so aufwendige Make-ups mache, so wie heute. Heute habe ich wieder keine Ampulle verwendet, aber wenn ich so aufwendige Make-ups mache und auf ein Date gehe oder sowas, dann benutze ich die Sofort-Effekt-Ampulle am liebsten. Würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Ist Gott sei Dank im Standardsortiment. Masken habe ich sehr viele aufgebraucht. Einmal die Pro-Enzym-Maske von Schebens. Die habe ich aber nur fürs Dekolleté verwendet, weil meine Mama die ja so lange aufgehoben gehabt. Deswegen habe ich mir nicht getraut, die im Gesicht zu verwenden. Aber ich fand sie okay. Würde ich mir jetzt halt nicht nachkaufen. Dann habe ich von Merz Spezial eine Maske aufgebraucht. Die Aloe Vera und Joghurt, die fand ich gut. Ich habe nie so wirklich die Merz Spezial irgendwie beachtet. Aber die fand ich echt nicht schlecht. Kann ich empfehlen. Badezusätze habe ich auch wieder so viele aufgebraucht, sehe ich gerade. Einmal den Balea Badezusatz No Rain No Clouds. Nein, falsch. No Rain No Rainbow, nicht No Clouds. Was ist denn das für ein Sinn? Oh Mann. Ich habe da die Wolke gesehen und habe unten Clouds gelesen, deswegen ist mir gerade aufgefallen. Kein Kommentar. No Rainbow heißt der Badezusatz. Mein Gott, wie peinlich, Alter. Das war ein blonder Moment. Leck mich am Ärmel. Ja, No Rain, No Rainbow heißt der. Over the Clouds heißt er noch zusätzlich, der Badezusatz. Und den finde ich gut. Ich weiß aber nicht, ob sie den nicht schon auflassen haben. Weil den sprudelndes Badepuder Blossi. Ich habe jetzt Blossi gelesen, weil da Bloomy Obsession steht. Den habe ich auch aufgebraucht. Habe ich mir auch nachgekauft, weil die aus dem Sortiment gegangen sind. Oh Gott, ich glaube, ich sollte heute nichts mehr vorlesen. Eine Portion Glück habe ich auch aufgebraucht als Badezusatz. Die habe ich von der Mien zu Weihnachten gekriegt. Den finde ich echt gut. Ich liebe ja sowieso diese Badezusätze. Also sollte ich mir mal wieder welche kaufen. Wenn ich welche aufbrauche, natürlich. Habe ich jetzt noch einen Badezusatz? Ja. Da ist noch der Aveo Badezusatz, die Badeperlen. Da bin ich mir nicht sicher, wie ich es finden soll. Ich glaube, das hatte ich im letzten Aufgebraucht-Video auch. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich es finde. Früher mochte ich die, aber jetzt bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Ich meine, die kosten jetzt nicht die Welt. So als dazwischen Badespaß ist es vollkommen okay, aber ist jetzt nicht mein Favorit. Ja, würde ich mir aber trotzdem dazwischen kaufen. Noch einen Badezusatz habe ich. Den Simba-Badezusatz habe ich aufgebraucht. Den liebe ich auch. Also ich liebe diese Disney-Badezusätze von Action. Die muss ich mir unbedingt wieder nachkaufen. Ich habe jetzt nur noch zwei. Leider muss ich mir unbedingt wieder welche nachkaufen. Tuchmasken und generell Masken habe ich sehr viele gemacht diesen Monat. Einmal die Schebens Kirschemaske. Gibt es ja schon ewig nimmer mehr, mochte ich aber sehr gerne. Das war auch eine von den wenigen Gelmasken, die ich habe, die was ich mag. Ich hoffe, man hat jetzt meinen Magen nicht knurren gehört. Das ist auch eine der ganz wenigen, die ich mag. Finde ich sehr, sehr gut, die Maske.
Was ich noch mag, ist die Bananarama Tuchmaske von Cadea Vera. Ich liebe die. Ich habe mir da leider nur eine gekauft, weil ich sie probieren wollte. Aber ich werde warten, bis die aus dem Sortiment geht. Aber ich kann sie euch empfehlen. Die ist wirklich gut. Ihr müsst euch mal die Tuchmasken von der Eigenmarke von Müller anschauen. Die finde ich nämlich wirklich nicht schlecht. Ich finde alle gut. Alle. Außer die hier. Ich glaube aber, die war einfach zu alt. Weil das war der Vorgänger. Haben sie es ja erneuert und das war der Vorgänger davon. Das war die Aktivkohle-Tuchmaske von Cadea Vera und ich mag sie überhaupt nicht. Die mag ich wirklich nicht. Also ich glaube, ich würde mir auch den Nachfolger nicht kaufen, weil da habe ich Angst, dass die auch so kacke ist wie die. Also der Duft hat mir nicht gefallen und irgendwie hat die auch nichts gegen Pickel gemacht. Die war auch schon relativ trocken, die Maske. Also ich glaube nicht, dass ich mir die nochmal nachkaufen werde, weil ich ja auch noch so viele Masken habe. Zwei koreanische Masken habe ich auch aufgebraucht. Einmal die The Cream Shop, habe ich gerade verkehrt rumgehalten. Ihr wisst ja, wie ich die Cream Shop Masken liebe. Und leider gibt es die aber nicht immer beim TK Maxx. Leider. Weil sonst würde ich mir die immer wieder nachkaufen. Ich war aber auch schon ewig nicht mehr beim TK Maxx. Und ich habe eh noch so viele. Es gibt ja Kokos, Pfirsich, Ananas, die mit diesen komischen Hexnoten, die ich da gerade habe. Riecht aber trotzdem angenehm. Nach was weiß ich nicht, aber sie riecht gut. Was gibt's noch? Eine Lavendel, glaube ich. Und noch irgendeine, glaube ich, gibt's. Aber fragt mich jetzt nicht, welche. Irgendeine gibt's noch, aber ich komme gerade nicht drauf. Ja, und die habe ich aufgebraucht im Monat. Die Cream Shop Masken sind eine der wenigen, die ich extrem liebe. Was ich noch gut fand, war die hier. Und ich weiß leider die Marke nicht mehr. Ich bilde mir aber ein, ich habe noch eine zweite davon. Die habe ich auch von der lieben Bibi geschenkt bekommen. Und die fand ich auch mega gut. Also bei den koreanischen Masken habe ich immer das Gefühl, das verfeinert so ein bisschen das Hautbild und macht die Haut viel, viel schöner. Eine Zeit lang habe ich dann noch keine Pickel mehr, bis dann wieder welche kommen. Vielleicht liegt es an den Masken. Ich kann es euch nicht sagen. Ja. Von Balea habe ich wieder ein Duschpeeling aufgebraucht. Langsam reden wir vielleicht die Devise. Mag ich extrem gern. Das Problem ist halt, das gibt es nicht mehr. Das war ja Limited Edition. Das war echt gut. Ich habe in diesem Monat irgendwie so viel Lila aufgebraucht. So viel Lila Duschgel und so. Aber das Berry Delight war ja auch lila. Ja, aber das fand ich gut. Das fand ich wirklich gut. Ich bin gespannt, was sie dieses Jahr im Winter rausbringen. Aber und ich bin so happy, dass mein Wassermelone-Peeling wieder gibt. Ich bin so happy drüber. Ich habe mir auch wieder zwei Backups gekauft. Da bin ich echt happy drüber. Aber das war auch gut. Das fand ich auch nicht schlecht. Gibt's ja leider nicht mehr. Mein Batiste Trockenshampoo ist leer worden. Ihr wisst ja, ich habe von dem noch sehr, sehr viele Backups. Und ich bin mir nicht sicher, was ich dann als Ersatz nehme, wenn ich mal keine mehr habe davon. Ich glaube, ich habe auch jetzt nicht mehr so viele, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, weil das war ja mein allerliebstes von Batiste. Ich glaube, ihr wisst das noch. Ich habe da ja bei den Haul-Videos extrem übertrieben und habe noch ganz, ganz viele Backups davon über. Aber ja, ist mein absoluter Liebling. Was soll ich euch sagen? Ich habe noch ein Peeling aufgebraucht von Tracklemoon, wie auch immer. Das Rosemary Lemon Glow. Das ist geil. Das ist echt geil. Das werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich hoffe, das geht nicht so schnell aus dem Sortiment. Aber das werde ich mir wieder nachkaufen. Ich weiß noch nicht wann, aber ich werde es mir nachkaufen, weil das fand ich echt gut. Das war so richtig meins. Das war wirklich meins. Noch ein Duschgel habe ich leer gemacht. So viel Duschgel habe ich eh auch leer gemacht. War eh brav. Das war sehr gut. Das war von Yves Rocher das Green Tea Duschgel. Das war so geil. Das war so genial. Aber ich will mir keins mehr kaufen, weil ich muss erstmal wieder welche aufbrauchen, Duschgel. Ich sage das eh jedes Mal. Aber ich war so brav jetzt die letzten Monate und habe mir kein einziges gekauft. Ich hoffe es halt. Nein, ich glaube, ich habe keins gekauft. Ich wollte mir nämlich vor kurzem ein reduziertes mitnehmen, habe es aber lassen. Ja, aber das werde ich mir irgendwann wieder nachkaufen, wenn ich weniger habe, weil das war wirklich gut. Oder ich nehme es mir mit meine Blüten mal vielleicht mit oder so. Mal schauen. Ich habe auch einen Duschschaum aufgebraucht von Dresdner Essenz Blütentanz, hat der geheißen, der war so gut. Der war so gut, ich war so verliebt in den. Ich habe den relativ gern verwendet, war auch ein bisschen traurig, als der leer worden ist, aber ich habe noch so viele Duschschaum. Ich habe noch so viele und ich sollte unbedingt welche aufbrauchen. Auch mit dem Eincremen war ich diesen Monat wieder ein bisschen fauler leider. Ich war ja so brav und habe letzten Monat eine Bodylotion leer gemacht. Diesen Monat leider nicht, aber den fand ich echt gut. Und ich sollte echt mehr benutzen und mehr aufbrauchen. Ich sage es in jedem Aufgebraucht-Video. Aber ich sollte wirklich ein bisschen mich mehr zusammenreißen und nichts mehr kaufen und nur noch aufbrauchen. Was halt wahrscheinlich nicht funktioniert wird, ich kenne mich ja. Ich habe noch ein Peeling leer gemacht. Das war von M. Asam, das Sunny Orange Peeling und ich liebe es. Also das war so genial. Auch das Vanille mag ich. Bei uns gibt es die bei Müller leider nicht mehr. Ich krieg's jetzt gerade nicht drauf.
zu sich reingriffen. Aber das riecht so gut. Das riecht so gut. Jetzt habe ich es mir in die Hose geschmiert. Es riecht so geil. Und ich liebe es. Und es gibt verschiedene Sorten. Beim Müller gab es jetzt leider nur Vanille und Orange. Aber im Internet habe ich so viele verschiedene Sorten gesehen. Ich habe jetzt ja noch diese Terra Naturi Kokos Kaffee Peelings, die ich jetzt gerade auch noch eins in Verwendung habe. Wenn ich die aufgebraucht habe, alle, würde ich mir auf jeden Fall von Asam mal online welche bestellen. Das war das erste Mal, wo ich persönlich sagen würde, dass ich online wo bestelle. Das ist das erste Mal. Das heißt was, wenn ich das sage. Weil das war echt genial. Also ich will gar kein anderes mehr haben. Also das von Terra Naturi, da habe ich ja auch gejammert, dass das aus dem Sortiment geht und dass ich das unbedingt immer haben wollte. Aber ich habe einen würdigen Ersatz gefunden für das Terra Naturi Kaffee Peeling. Kaffee Kokos Peeling sogar. Da habe ich einen würdigen Ersatz. Also ich verstehe, warum viele von den Peelings schwärmen. Verstehe ich wirklich. Die Haut ist butterweich danach und man braucht relativ wenig von dem Peeling. Und es ist eher so auf Zuckerbasis, das heißt, man sitzt nicht auf Körndeln in der Badewanne, was ich ja mega hasse. Was ich wirklich mega hasse. Einen Augen-Make-up-Entferner habe ich auch aufgebraucht von Lancôme, dem Be Facile. Ich mag trotzdem den von Clarins lieber. Und den von Clarins würde ich mir auch eher nachkaufen als den von Lancôme. Den habe ich mir ja mal bei Nodino gekauft. Ich habe aber noch so viele von Hofer und einen von Clarins noch. Die muss ich jetzt mal alle leer machen und dann werde ich mir nur noch den von Clarins nachkaufen. Er hat seine Dienste getan. Er ist sehr, sehr guter Augen-Make-up-Entferner. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich so aufwendige Augen-Make-ups wie meinen pinken Lidschatten von heute nur mit dem Clarins noch schneller runterkriege als mit dem von Lancôme oder Hofer. Lancôme und Hofer sind so gleich gestellt und dann aber oben kommt für mich noch der Clarins, weil der einfach viel, viel besser noch meine Wimpern auch pflegt. Ist einfach so. Ja, dann habe ich ein Gesichtspeeling aufgebraucht, was man nicht so erkennt, was das ist. Das ist von Cader Vera, das Glow Honey Scrub. Das ist echt klebrig. Ja, habe ich aufgeschnitten auch, weil ich finde, das war wirklich gut. Mich stört es halt, dass es in einer Tube ist. Ich mag auch keine Peelings in der Tube, von Körperpeelings oder so. Ich mag das einfach nicht. Aber das war wirklich gut. Das empfehle ich auch jetzt zur Zeit, wenn mich Kunden fragen. Ich mochte auch den Duft von dem. Das hat so lange gehalten, weil man wirklich wenig gebraucht hat davon. Die Creme hatte ich ja auch, die fand ich jetzt nicht so gut. Die habe ich auch damals nicht aufgeschnitten, aber das Peeling finde ich wirklich mega genial. Und das würde ich mir auch, wenn ich weniger hätte, aber ich habe eh noch so viel Zeug, würde ich mir das irgendwann einmal nachkaufen. Aber ich habe leider noch so viel und ich will auch andere Peelings auch noch ausprobieren. Einmal habe ich von Yves Rocher von dem Evidence Intense Duft eine Tuchprobe aufgebraucht. Ich finde den Duft mega. Ich habe auch den Duft aufgebraucht, den zeige ich euch vielleicht auch gleich. Den habe ich auch passend dazu aufgebraucht und ich finde den Duft echt gut. Das wäre einer der wenigen von Yves Rocher, die ich mir nachkaufen würde, weil die Probe... Ich finde die Proben sowieso so geil von Yves Rocher. Und den Duft finde ich auch mega. Ich meine, die Flasche ist ja sowieso schön. Den habt ihr auch in meinem 4 Düfte Aufbrauch-Challenge Video gesehen. Ich liebe den. Ich habe auch Komplimente bekommen, wie ich den oben hatte. Ich mag ja eigentlich den klassischen Evidence auch, aber wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, welchen ich lieber mag, würde ich dann den wählen. Und das Positive ist, dass wenn du genug Blüten hast, kannst du ja immer einen Duft dir aussuchen. Das finde ich, jetzt habe ich aber fast runtergeknallt, das finde ich sehr, sehr gut. Dass du dir immer einen Duft auch aussuchen kannst, wenn du genug Blüten hast. Und der wäre auf jeden Fall bei meiner Wahl, wenn ich einen Duft mir aussuchen könnte mit meinen Blüten, den ich nehmen würde, wenn ich nicht so viel hätte. Ich muss auf jeden Fall meine Parfums reduzieren. Ich muss aber sagen, ich war in dem Monat brav. Ich habe 3 aufgebraucht. Ich glaube, das sind nur 2, aber es sind 3. Aber bevor ich noch zu den Düften komme, will ich euch noch andere Sachen zeigen. Ich habe einen Make-up-Primer aufgebraucht von Hypoallergenic. Den Anti-Smog-Primer und den fand ich mega geil. Den gibt es aber leider bei Müller nicht mehr. Sonst würde ich ihn mir nachkaufen. Ich habe noch genug Primer leider, aber ich will unbedingt einen von Hypoallergenic noch testen. Unbedingt. Ich habe nämlich vor kurzem vom Mickey Monumental habe ich mir ein Video mal angeschaut, wo er einen Primer herzeigt hat und er auch begeistert von dem Primer ist. Und deswegen kann ich nur bestätigen, weil der Anti-Smog-Primer, der war auch geil. Das Positive ist, man konnte das aufschrauben und ich konnte da den Rest noch rauskratzen. Das fand ich mega geil. Wirklich mega geil an dem Ding. Also ich mag Hypoallergenic. Ich habe die Marke noch nie so gut beachtet, wie ich hätte sollen vielleicht, aber... Ich finde den wirklich gut. Ich habe auch aktuell das Make-up mit dem grünen Symbol drauf.
Finde ich super. Finde ich wirklich super. Also ich finde, die Marke hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Zwei Gesichtspflegeproben habe ich auch leer gemacht. Und zwar, die habe ich ja vor kurzem erst bekommen. Einmal das Gel-Tinted-Produkt von Clarins habe ich auch aufgeschnitten. Ich habe es geliebt. Ihr wisst ja, ich liebe das BB-Gel von Clinique. Das verwende ich ja aktuell für die Arbeit rauf und runter, weil ich es liebe und es ist fast leer. Aber ich glaube, dass ich das von Clarins noch ein Ticken lieber mag. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass das von Clinique so ein bisschen nachdunkelt bei mir und das von Clarins nicht. Und ich liebe, glaube ich, die einen Ticken mehr. Und ich würde mir auch die vielleicht eher nachkaufen. Ich meine, ich habe beides ja, das ist ja eine Probe gewesen und die Clinique habe ich ja geschenkt bekommen von der Arbeit. Aber das finde ich nicht schlecht. Und ich glaube, die würde ich mir eher nachkaufen als die Clinique. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass ich Clarins ein bisschen lieber mag als Clinique. Aber können wir ja drüber diskutieren, oder? Dann habe ich auch von dieser Marie Claire Serie das Remove Gesichtswasser aufgebraucht und ich habe, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil die lassen meine Reinigungsmilch auf von der Serie. Haben sie sogar schon aufgelassen und ich habe mir gleich alle beide, die noch über waren, gekauft und habe den Tester einkassiert. Weil ich die Sachen einfach liebe und ich finde es so behindert, dass sie das auflassen haben. Finde ich sowas von behindert. Kann ich nicht nachvollziehen. Das Gesichtswasser fand ich gut. Ich hätte es mir auch nachgekauft. Aber weil ich es in Kombination verwenden wollte. Mit der Reinigungsmilch. Jetzt, wo sie meine Reinigungsmilch aufgebraucht haben, werde ich mir auch wahrscheinlich das Gesichtswasser nicht kaufen. Wobei ich es mir doch kaufen könnte. Dann könnte ich die Micellenwasser als Gesichtswasser benutzen von Cadea Vera. Dann müsste ich nicht... Ja, weil für den Abend habe ich eigentlich noch kein perfektes Micellenwasser gefunden. Das von Cadea Vera finde ich okay, aber haut mich jetzt nicht oben. Und vom Biotherm, das ist bald leer und das kann man nicht... Man kann schon nachkaufen, aber mir ist es noch zu teuer. Wenn es so reduziert wäre wie damals dieses Abschminkbalsam, würde ich sofort zugreifen. Aber ja, ich wollte es mir nachkaufen, aber ich bin so enttäuscht, dass die Marke meine Reinigungsmilch auflassen hat. Da bin ich echt mega angepisst deswegen. Ich habe einen Lippenstift leer. Da muss ich aber zugeben, dass ich voll verpasst habe, dass der schon leer ist. Ich meine, da ist nur noch so ein Hubbel dran. Und das war so ein ganz dunkel, knallig lilaner von... Dunkel, knallig, lila? Passt irgendwie nicht. Das war so ein lila Ton von Makeup Factory, den ich über alles liebe. Das ist einer meiner Lieblingslippenstifte von Makeup Factory. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe ihn jetzt als aufgebraucht zählt, weil ich meinen... Schaut euch das an. Und ich würde das Ding sowieso nie auskratzen. Und ich habe genug Lippenstifte. Deswegen, ich habe den bei mir in der Arbeit im Spinn gefunden und schaue ihn so an und denke mir, warum habe ich den nie in den aufgebrauchten Videos herzeigt? Den hätte ich euch schon längst zeigen können. Ja, würde ich mir aber nachkaufen. Makeup Factory sind echt geile Lippenstifte. Die Magnetic Lips Reihe war das. Also die sind mega, egal welche Farbe. Ja, zwei Parfums haben wir noch. Dann haben wir es geschafft. Und ich bin ein bisschen traurig, aber auch ehrlich gesagt ein bisschen stolz auf mich, dass ich die leer gemacht habe. Ich habe von Yves Saint Laurent den Manifesto Elixir aufgebraucht. Den fand ich echt gut. Das war ein Tester von Arbeit, den habe ich mir nehmen dürfen mit einem 9er Status. Das heißt, es kommt nicht mehr nach, leider. Den fand ich extrem gut. Es gibt den Manifesto noch, aber ich glaube, das ist das Eau de Toilette, wenn ich mich nicht irre. Und ich mag aber das Eau de Parfum Elixir, war das, glaube ich, oder? Oder rede ich da jetzt einen Schwachsinn? Also es gibt noch eine andere Variante, wo die Flasche ein bisschen anders ausschaut. Ein bisschen heller als da. Weil die ist ja relativ dunkel, wie ihr sehen könnt. Und es gibt noch eine andere Variante. Und ich mag aber die Variante viel, viel lieber als die, was noch im Sortiment ist. Ja, leider. Ich verstehe es nicht, warum die immer so geniale Düfte auflassen. Ich verstehe es einfach nicht. Weil wenn der noch im Sortiment gewesen wäre, hätte ich mir den auf jeden Fall nachgekauft. Aber weil der riecht so geil. Der riecht so geil, aber ich bin froh, dass ich ihn aufgebraucht habe. Nur gibt es den halt immer mehr so in der Form. Den gibt es zwar in einer anderen Variante, aber ich finde, die riecht auch ganz anders. Dann habe ich noch meinen Chill Sander Sun aufgebraucht. Den hatte ich auch im Spind, deswegen ist er da unten abgezeichnet. Der ging ganz, ganz schnell leer. Ich mochte ihn aber. Das Problem war bei mir und bei ihm, es gibt so eine kleine Hassliebe zwischen denen und zwischen mir. Ich glaube, wenn ich ihn im Sommer benutzt hätte, hätte er mir besser gefallen, weil jetzt, wenn ich ihn wieder rieche, ich liebe den Duft. Ich liebe diesen Duft. Ich hätte nie gedacht, dass mir mal Chill Sander Sun gefallen würde. Aber das ist ja die Eau de Parfum Variante. Hier könnt ihr es lesen. Das ist die Eau de Parfum Variante mit der Flüssigkeitsfarbe wie der Stöpsel, die hat. Ja. Jetzt aktuell gibt es auch ein Eau de
Nein, nichts ohne Parfum. Ein reines Parfum gibt es jetzt auch. Weil der ist so genial. Erst habe ich so... Ich wollte ihn mir nämlich in Aktion kaufen. Der war nämlich in Aktion und da wollte ich ihn mir kaufen. Da hätte er nur noch 21,95 gekostet. Ich wollte mir das Geschenkset kaufen. Ist ja wieder mal klar, oder? Hab's aber dann lassen, weil ich irgendwie nicht so warm geworden bin mit dem Duft. Mir hat ein bisschen was gefehlt. Aber jetzt, wenn ich ihn wieder rieche, mag ich ihn wieder. Das ist so komisch, oder? Also wie ich ihn die ganze Zeit tragen habe. Ich glaube halt, dass ich mir die falsche Jahreszeit ausgesucht habe, wo ich den verwendet habe. Aber ja, ich finde ihn trotzdem gut. Ich würde ihn mir auch nachkaufen, glaube ich. Aber vielleicht auch eher das Parfum als das Eau de Parfum. Es gibt schon drei Varianten von dem Jil Sander San. Eh krass. Den originalen, den klassischen, den mag ich überhaupt nicht, aber... Den, vielleicht sollte ich mal das Parfum verwenden und mal gucken, welchen ich lieber mag. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich finde den nicht so schlecht, wie ich am Anfang gedacht hatte. Es ist auch ein bisschen traurig, dass ich den leer gemacht habe. Aber besser so. Besser so. Ich habe 3 Düfte leer gemacht in dem Monat. Ich bin so verdammt stolz auf mich. Ich bin wirklich stolz auf mich. Hätte ich mir nie im Leben gedacht, dass ich 3 Parfums leer kriege. Wer hätte das gedacht in einem Monat? Ich meine, der Yves Saint Laurent, der war angefangen, der Evidenz von Yves Rocher ja auch, aber der Jil Sander, den habe ich Anfang des Monats verwendet gehabt und habe ihn sehr schnell leer bekommen. Wirklich schnell leer bekommen, aber ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, ich war ein bisschen hebelig unterwegs schon wieder. Ich weiß auch nicht, was mit mir in letzter Zeit los ist. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Mir hat es extrem Spaß gemacht, euch die Sachen zu zeigen, weil so viele Dinge leer sind, die... ich mag, die ich länger in Verwendung hatte, so wie das Gesichtspeeling von Cadavera oder die Düfte und ich bin so stolz auf mich, dass ich 3 Parfums leer gemacht habe, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe zwar keine Bodylotion leer gemacht, aber dafür 3 Düfte. Wenn es jetzt weiterhin so rennt, dann bin ich echt stolz auf mich. Ich muss wirklich ein paar Düfte leer machen. Ich muss alles eigentlich leer machen. Ich sollte wirklich weniger kaufen und mehr leer machen. So, der Sessel quietscht sich dazu tot, das macht mich richtig aggressiv. Ich werde das Video jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!